Hallo, wir müssen mal ein kurzes Video drehen. Meine neue Errungenschaft. Alles Eigenbau. Plexiglas. Hardware ist nicht so berühmt, aber es ist eben mehr so ein Showcase. Wenn ich spiele Computer zusammenbaue, da brauche ich nicht so viele Lichter, da gucke ich auf die Spiele. Ist nur was für Freaks, wenn sowas gefällt. Kann man noch einige Lichter einbauen. Hardware also ist komplett, kann man anschalten, ist komplett. Windows 7, 32 Bit ist drauf. Ja. Ein Telefon geht auch, Plexiglas. Das müssen wir kurz zeigen. Funktioniert alles tadellos. Und hier ist der Clou. Hier das Teil, was ich jetzt zeige hier, ist Aquarium. Kann man hier unten noch eine schöne Lampe anbauen. Von unten beleuchtet. Hier ist schon Schlauch. Dann eine Pumpe bestelle ich noch. Bei eBay. Für Luft. Hier kommen Blubberblasen raus. Das ist ja praktisch wie bei einer Wassersäule. Und absolut dicht, weil hier die Plexiglasscheibe. Also kommt nie Wasser ran innen rein. Ja, der ganze Rahmen hier. Kann man da ein bisschen Wasser füllen und dann kann man hier eine kleine Kunstfische reinmachen mit Pflanzen. Ja, dann hat man gleich noch nebenbei ein Aquarium. Das beruhigt auch ein bisschen. So wird er dann verkauft, weil ich habe keine Lust mehr zum Basteln. Ich baue da jetzt auch keine Hardware weiter ein, aber ich habe auch kein Geld mehr. Und, ja, das muss man zeigen. Sieht ganz gut aus. Fehlen halt noch ein paar Lüfter, aber. Ach so, hab ich hier auch noch dazu hier. Die leuchten auch blau, zwei Stück gehören auch dazu. Kann man auch noch einbauen. Laufwerk, alles drin, Kartreader hier für die Einstellung, Lüfter, Lüftersteuerung, Kartreader, USB, alles dabei. Ja, macht das für uns, Telefon geht auch. Passt genau in der Größe. Oben drauf. Kann sich ja dann irgendjemand mal festmachen oder richtig ankleben oder so, muss mit Pfropfen, Gummipfropfen festsaugen oder wie Saugnäpfe oder so. So wird angeboten bei eBay. Also viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Oder gab es noch was? Ne? Ach so, Wohnung habe ich noch renoviert hier ein bisschen, aber ist jetzt noch alles neu gemacht hier. Komplett. Solange wie das Video noch die Batterien noch gehen. Schöne Fototapete mit Terrakotta und die Decke gestrichen. Alles schön. Hier in der Küche sieht es zwar jetzt noch aus, aber hier in der Küche habe ich auch alles neu gemacht. Das waren alles mal alte Möbel vom Sperrmüll. Habe ich mir alles tapeziert. Ja. Komplett alles neu gemacht. Ja. Mit Regalen. Das habe ich mir neu gekauft bei eBay. Das habe ich mir neu gekauft bei eBay. Den Herd. Mittlerweile hatte ich schon eine Kaffeemaschine, ist neu. Muss halt ein bisschen mal sauber gemacht werden. Aber ich bin auch noch am Renovieren. Auch alles neu gestrichen. Ja. So, und hier nochmal der PC. Also der Lüfter geht auch hier. Ist gut vom Sommer, wenn man raucht wie ich. Kann man hier nochmal einen schönen Lüfter anschalten, der macht voll Power. Das ist bloß die erste Stufe. Kriegt eine schöne frische Luft. Passt gut zu dem Computer hier. So, also der Computer ist voll funktionsfähig, kann gleich gestartet werden. Und da kann ja jeder Hobby-Caser, Case-Moding macht, sich dann noch einiges Zeug einbauen, wie er Lust und Laune hat. Ich hatte gestern mal komplett auseinandergeschraubt. Lehmbord raus, alles raus und nochmal neu eingebaut, weil ich hinten an der Rückwand ran musste und hat auch alles leider funktioniert, so wie das sein muss. Tschüss!